Im Dessauer Berufsschulzentrum wurde am Samstag Hallenfußball gespielt. Die SG Blau-Weiß Dessau hatte zum Mitternachtsturnier eingeladen. Also das ist unser traditionelles Mitternachtsturnier, was wir seit mittlerweile 13 Jahren durchführen. Namensgeber ist die GSV Gebäudereinigung, die uns bei diesem Turnier sehr unterstützt. Insgesamt nehmen über 70 Mannschaften an diesem Turnier Nachwuchs sowohl bei den Herren teil. Den Auftakt machten die Jüngsten. In der Vorrunde konnte sich der VfL Halle 96 und die SG Oranienbaum-Wörlitz ohne Niederlage durchsetzen. Die Saalestädter feierten zudem den höchsten Turniersieg mit 9:0 gegen Lok Dessau. Die Spielgemeinschaft Oberbaum-Wörlitz schaffte das Kunststück und blieb ohne Gegentreffer. Außerdem zogen Schwarz-Gelb Bernburg und der SV Miltensee ins Halbfinale ein. Dort ließ Halle Bernburg beim 4:0 nicht den Hauch einer Chance. Ähnlich erging es Miltensee, die der SG Oranienbaum-Wörlitz 0:3 unterlagen. Bevor es zum großen Finale kam, sicherte sich Bernburg Platz 3. Zweimal trafen die Schwarz-Gelben gegen Miltensee. Das Finale dominierte dann der VfL Halle 96, vor allem Dawson Böhme, der am Ende als bester Spieler ausgezeichnet wurde. 5 Tore schossen die Saalestädter, somit blieb Oranienbaum-Wörlitz nur Platz 2. Dadurch, dass meine Spieler schon im E-Jugendbereich aktiv sind und die meisten Gegenspieler heute eigentlich klassische F-Jugendspieler waren, hat man den körperlichen Vorteil und den technischen Vorteil schon gemerkt. Der Erfolg dieser Mannschaft, den kann ich mir natürlich nicht alleine auf die Brust schreiben. Ich möchte hiermit nochmal Herrn Christian Zehnfund und Herrn Dirk Triebel grüßen und mich auch bedanken für die Zusammenarbeit. Und ich hoffe, wir werden demnächst wieder zusammen auf Turniere fahren. Der Titel des besten Torhüter ging an Jakob Plata aus Bernburg. Über den Pokal aber konnte sich die Mannschaft des VfL Halle 96 freuen.